Hallo Kinder, viel Spaß mit Phineas und Ferb! An einem ganz normalen Tag mit dem Federball geflogen, die Maschine eines Apothekers ging zu Bruch. Durch ein Portal ging's in eine andere Dimension. Fanden raus, dass unser Schnabeltier viel mehr war, als es schien. Den halben Tag flüchten vor dem fiesen Doppelgänger. Die Armee von Robotern war ziemlich schwierig, doch galant. Trafen uns selbst eine zweite Schwester und alte neue Freunde. Aber dann fing man Perry, es war klar, es kommt zu einem Kampf. Wir dachten, mit Fernbedienung geht's nach Haus. Doch das verhinderte die Quantenphysik. Shuttle Gollum, unsere Zeit war fast schon ganz und darum müssen wir den Umweg gehen. Wir müssen weg hier, Baby, wir müssen ganz schnell hier weg. Ja, wir reisen durch Dimensionen. Wir müssen weg hier, Baby, wir müssen ganz schnell hier weg. Apotheker, Schnabeltier, die Schwester, der Bruder und mich. Wir müssen ganz schnell hier weg. Und schwupps, da sind auch schon Phineas und Ferb. Hey, wo ist Perry? Und wo sind Candace und Doofenschmirtz? Sieht ganz so aus, als ob wir seit dem letzten Dimensionssprung ein wenig zerstreut sind. Nun, ich weiß, was wir heute tun werden, Ferb. Lass uns den Rest der Gruppe finden. Okay, auf geht's. Eine Goldmünze. Ich wette, die können wir später für einige lustige Spiele verwenden. Klingt gut, Phineas. Ich wette, diese elektronischen Bauteile werden uns noch nützlich sein. Wir sollten so viel wie möglich davon einsammeln. Gute Idee. Boah, Ferb, hol deinen Baseballwerfer raus. Hier müssen wir aufpassen. Hier sind anscheinend viele glibbrige Geister. Da kommen sie. Vorsicht. Schieß sie ab. Hier sieht es fast so aus wie zu Hause. Zum Verwechseln ähnlich. Das stimmt allerdings. Das ist unser Haus. Da haben wir die coolste Achterbahn aller Zeiten gebaut. Unter Hinzufügung eines riesigen Wackelpudding-Nachschlags. Ja, es fehlt hier eindeutig am rechten Maß. Ich frage mich, wie das passieren konnte. Wir werden das weiter untersuchen. Hier spricht Isabella der anderen Dimension. Ich werde euch Leuten die Gerätschaften erklären, die euch begegnen werden. Du bist gesund und brauchst im Moment kein Gesundheitspaket. Okay. Phineas und Ferb sind anscheinend in einer anderen Dimension. Aber was hat das alles zu bedeuten? Oh, Vorsicht! Komische, glibbrige Monster. Aber vielleicht sind wir doch in unserer eigenen Dimension. Und aus einer anderen Dimension? Kommen diese glibberigen Dinger. Was meint ihr, Kinder? Das scheint sehr mysteriös zu sein. Ferb, sieh mal. Ich wette, wir können diese Ersatzteile zum Bau eines Schnabberpuls verwenden. Zuerst solltest du alle Teile finden, die für deinen Plan erforderlich sind. Suche nach ihnen im näheren Umkreis. Vielleicht musst du etwas vom Weg abweichen. Okay. Wir sollen also ein paar Teile finden. Wir brauchen nur noch ein Teil. Da ist es auch schon. Ich wette, wir können das hier gebrauchen. Schau, wir haben alle Teile, die wir brauchen. Lasst uns jetzt unseren Plan fertigstellen. Klasse, der Plan ist komplett. Lasst uns bauen, Kinder. Du hast alle Teile. Jetzt geh hinüber zum Plan und mache deine Erfindung fertig. Das werden wir. Okay, los geht's. Mal gucken, was wir daraus bauen können. Los, Phineas und Ferb. Also gut, mal sehen. Das kommt dahin, das da und das kommt dorthin. Ich glaube, wir werden in unserem Abenteuer noch viele solcher Gadgets bauen. Und los geht's! Wow! Jetzt fliegen wir! Was für ein starkes Katapult! Und schaut euch mal die Umgebung an. Sanitätskiste aufbricht, solltet ihr darin ein paar Gesundheitspakete finden. Danke für den Tipp. Wir werden extra viel Power brauchen, um drüber zu kommen. Okay, das war ein guter Tipp. Und jetzt müssen wir darüber.
Klasse. Noch sieht alles gut aus, aber da kommen wieder Glibbermonster. Zum Glück haben wir unsere Baseballwaffen. Damit kriegen wir sie kurz und klein. Wow! Der andere Dimensioninator spricht? Habt ihr mich hören? Ferb, klang das nicht wie Baljeet? Wir müssen den Empfang der Antenne verbessern. Lass uns was bauen. Gute Idee. Lass uns was Neues bauen. Das ist genau das, was wir brauchen. Okay. Dann würde ich sagen, dass wir jetzt anfangen zu bauen. Der Plan ist zumindest komplett. Genau, da können wir ihn aufbauen. Okay, schauen wir nochmal auf den Plan. Das kommt da, das und da und fertig. Phineas, Ferb, könnt ihr mich hören? Ja, Baljeet, wir haben eine wahnsinnig große Antenne gebaut. Meine Messungen zeigen, dass euer anderer Dimensioninator keine Energie mehr hat. Ihr beiden steckt in der aktuellen Dimension fest. Woher weißt du das? Ich bin Wissenschaftler. Und noch besser, ich kann Energiequellen für euch lokalisieren. Ich registriere zum Beispiel eine große Energiequelle in der Kanalisation. Warum müssen wir Energiequellen finden? Der andere Dimensioninator, den ihr für euer durch die Dimensionengehopse benutzt, hat keine Energie mehr. Zum Glück können wir ihn mit der Hand aufladen. Gut. Also wo ist jetzt diese Energiequelle? Wenn ihr die Rutsche im Baumhaus benutzt, gelangt ihr in die Kanalisation. Kannst du sehen, ob hier eine Rutschbahn ist? Wissenschaft! Okay, dann benutzen wir doch die Rutschbahn direkt. Auf geht's in die Kanalisation. Da müssen wir also Energiequellen finden. Na, hoffentlich geht das gut. Wer weiß, was uns da erwartet. Aber wo ist der Eingang? Hey, da sind Sie ja, Dr. Doofenschmirtz. Hallihallo! Wir sind auf dem Weg in die Kanalisation. Gehen Sie da auch hin und wir treffen uns dann dort. Oh nein, Portale sind erschienen. Mit komischen Robotern. Spinnenroboter. Pass bloß auf, Phineas und Ferb. Hier scheinen ziemlich viele Gegner zu sein. Mal gucken, ob wir noch was finden. Ferb, komm schnell! Vorsicht, die Roboter sind hier! Gut gemacht! Wo geht's weiter? Da wahrscheinlich. Ach, da kommen sie heraus, aus der Kanalisation. Zeit für einen Nahkampf. Der Notfall-Move ist gut, wenn du von mehreren Feinden umzingelt bist. Okay. Oho, er hat dich erwischt. Oh, was ist denn jetzt passiert? Unser Baseballwerfer ist auf Level 2. Cool, unser Gadget wurde aufgemotzt. Du hast einen neuen Chip. Wir sollten so bald wie möglich die Werkbank aufsuchen. Die Energiesignatur kommt aus den Tiefen der Kanalisation. Geht weiter, ihr seid schon dicht dran. Okay, anscheinend sind wir dicht am Ziel. Sie scheinen aus den Wänden zu kommen. Aber Vorsicht, hier sind überall glibbrige Monster. Auch in der Kanalisation. Was hat das alles zu bedeuten? Na gut. Da drüben ist auch noch was. Hier können wir anscheinend so gut wie alles zerstören. Lass uns weitergehen. Wo sind wir denn hier? Diese Zahnräder sind riesig. Ich glaube, wir brauchen etwas, um sie an die richtige Stelle zu heben. Ich weiß. Lass uns einen Antigravitationsstrahler bauen. Damit können wir alles Mögliche hochheben. Oh, das klingt gut. Schaut mal, da vielleicht. Da ist eine Öffnung. Wow, unser Schuss in Zeitlupe. Oh, weia, das ging daneben. Noch ein Versuch. Okay, und zum Schalter. Zielsuchende Tischtennisbälle. Oder Baseballbälle. Okay, da oben scheint ein Teil zu sein. Kommen wir da hoch? Hey, klasse, wie ein Trampolin. Oh nein, noch mehr glibbrige Monster. Schießen wir sie ab, Ferb. Sehr gut.
Und der Plan ist komplett. Klasse! Du hast alle Teile. Jetzt geh hinüber zum Plan und mache deine Erfindung fertig. Okay. Finden wir hier noch irgendetwas? Bevor wir den Plan gleich bauen werden, oder zumindest das Gerät, mit dem wir die Zahnräder bewegen können. Na gut, bauen wir erstmal das Gerät. Und da und hier und dort. Wow. Was für eine coole neue Waffe. Und damit können wir Zahnräder bewegen. Oh, das ging wohl ein wenig daneben. Jetzt aber. Aber es bewegt sich noch nicht. Irgendetwas scheint hier nicht zu funktionieren. Aber was? Ferb, hast du eine Idee? Hier könnte unser Antigravitationsstrahler hilfreich sein. Das stimmt, aber Phineas und Ferb müssen sich etwas ausdenken. Was müssen sie mit dem Zahnrad tun? Vielleicht hier nach oben befördern? Nein, das kann nicht sein, oder doch? Nein, das scheint nicht richtig zu sein. Zurück auf den Platz. Aber was sonst? Hey, Moment mal. Hier könnte unser Antigravitationsstrahler hilfreich sein. Genau, wir brauchen noch das kleine Zahnrad. Perfekt. So geht's weiter. Genau. Kommen wir da hoch? Gar nicht mal so einfach. Der Antigravitationsstrahler kann Gegenstände heben und bewegen. Kleinere Feinde kannst du damit hochheben und als Wurfgeschoss verwenden. Ah, das ist interessant. Das bedeutet, dass wir die kleinen... Wow. Gesundheitspakete helfen, wenn es euch schlecht geht. Greift danach, wenn ihr euch schwach fühlt. Das machen wir. Danke für den Tipp. Aber noch geht's uns gut. Dieser Laser ist die Energiequelle für diese Brücke. Du musst ihn umleiten, aber jemand hat den Reflektor rausgenommen. Hey, wir können doch unseren Antigravitationsstrahler verwenden, um sie an die richtige Stelle zu bringen. Das sollte kein Problem sein. Perfekt. Und weiter geht's. Hier scheint es auch ziemlich gefährlich zu sein. Wir müssen gut aufpassen. Okay, jetzt müssen wir irgendwie da nach oben. Aber wie machen wir das? Genau. Das ist eine Falle. Dieser Feind ist zu schwer für den Antigravitationsstrahler. Okay, und nochmal die Plattform nach oben. Ah, jetzt ist sie beweglich. Perfekt, so kommen wir rüber. Klasse. Okay, wir können jetzt hier weiter. Hey, Candace! Oh, ich bin so froh, dass ihr mich gefunden habt. Diese kleinen Schwabbels haben mich die ganze Zeit angestarrt. Hilfe, 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 Hilfe! Oh nein, wir müssen Candace retten. Oh, endlich. Ich dachte schon, ich würde auf ewig bei diesen Glibbermonstern gefangen sein. Candace, geh den Weg dort hinunter. Er müsste dich zurück zu uns führen. Wir treffen uns tiefer in der Kanalisation. Ich hab die Nase voll von Wackelpudding. Endgültig. Gemeinsam schaffen wir das, Candace. Nur nicht aufgeben. Schnell, wir gehen auf die Plattform. Von da aus weiter auf die nächste. Und so Stück für Stück nach vorne. Benutzt den Antigravitationsstrahler, um sie an die richtige Stelle zu heben. Okay. Ah, so können wir die Plattform bewegen. Klasse. Schaut mal, hey, Doofenschmirtz. Was macht er denn da in der Suppe? Die Schlamsis haben ihn gefangen genommen. Hey, Doofenschmirtz, ist alles in Ordnung? Ich sehe das genauso wie das Mädchen. Ich kann das Glibberzeug nicht mehr sehen. Nein, nein, ist schon in Ordnung. Geht einfach weiter. Ich komme da schon irgendwie raus. Irgendwann. Das hoffen wir doch, Doofenschmirtz. Wir versuchen in der Zwischenzeit einen Ausgang zu finden. Aber eines dürfen wir nicht vergessen. Wir müssen auch die Energiequelle finden. Hier unten, in der Kanalisation. Das wird ja immer ulkiger.
Findest du, Ferb? Konzentrieren wir uns. Jetzt habe ich irgendwas gestartet. Hoffen wir, dass das niemand gehört hat. Oh oh. Dimensionsportale und Gegner kommen heraus. Zum Glück haben wir den Baseballwerfer. So scheint alles super zu funktionieren. Und noch mehr. Wie viele kommen da heraus? Das ist total verrückt. Schnell weiter. Hey, gut, dass wir euch gefunden haben. Wow. In Ordnung, greif ihn an wie einen Bären. Schlag ihn auf die Nase. Nein, warte, das ist ein Hai. Stell dich gegen die Wand, damit du groß aussiehst. Aber eigentlich macht man das doch eher bei Pumas. Nein, nein, versuch. Das ist ein Fall für die Spezialagenten. Was für ein furchterregender Feind. Passt auf! Ein Fall für die Spezialagenten. Wir schießen mit Orangensaft. Los, Perry! Los, Schildkrötentyp! Das schaffen wir! Perry, wir zählen auf dich. Und auf dich natürlich auch, Schildkrötentyp. Sehr gut. So machen wir das klasse. Kinder, wenn wir so weitermachen, dann können wir das schaffen. Gegen diese glibbrigen Monster. Aber wir haben nicht mehr so viel Saft. Was machen wir jetzt? Der Schildkrötentyp scheint noch genug Saft zu haben. Aber Perry nicht. Wow, Vorsicht! Okay, Perry, der Schnabeltier. So sehr es mich auch schmerzt, das zu sagen, wir zählen auf dich. Genau! Doofenschmürz hat recht. Zeigt, was ihr könnt. Und passt auf, Wackelpudding auf dem Weg. Oh nein, der Schildkrötentyp wurde gefangen. Und Perry auch. Zum Glück konnten wir uns befreien. Gar nicht mal so einfach. Hätten wir doch nur mehr Orangensaft. Komm runter, zeig dich. Haben wir dich. Klasse. Hey. Er macht sich davon. Lass ihn nicht entkommen. Erstaunlich. Er ändert seine Molekularstruktur mit einer neuen Form von Gelatine. Unsere Karbonatoren können ihm nichts anhaben. Du musst eine andere Möglichkeit finden, ihn zu schlagen. Schnell, das ist deine Chance. Spring rauf zu diesen Schaltern und schau, was sie machen. Okay, vielleicht ist das unsere einzige Möglichkeit. Wir müssen da irgendwie hoch. Genau. Ihr müsst an beiden Schaltern ziehen. Hey, Schildkrötentyp. Du könntest auch mal was machen. Vorsicht, Glipper. Schnell, das ist deine Chance. Spring rauf zu diesen Schaltern und schau, was sie machen. Hat der keinen Selbstzerstörungsknopf oder sowas? Oh, der war gut. Gib ihm die Links-Rechts-Kombi. Ja, ich kann gar nicht glauben, dass ich wirklich Perry das Schnabeltier anfeuere. So muss es doch sein, Doofenschmerz. Also gut, auf ein neues. Das Prinzip haben wir jetzt verstanden. Hoch mit uns und Schalter aktivieren. Du aber auch, Schildkrötentyp. Schläfst du jetzt oder was ist los? Und super gemacht, Perry. Hey, was ist denn jetzt los? Die schnappen wir uns. Sehr gut, wir haben es gleich geschafft. Okay, noch nicht ganz. Passt auf! Hey, Schildkrötentyp, pass auf dich auf! Jetzt haben wir euch aber, ihr kleinen, glibbrigen Dinger.
Klasse! Lecker! Während ihr beiden euren Nachtisch gegessen habt, habe ich diese geheimnisvolle Schildkröte erforscht. Sie ist ein Agent. Codename Agent T. In dieser Dimension haben Phineas und Ferb Baljeet zum Haustier-Adoptionscenter mitgenommen. Und er hat sich eine Schildkröte ausgesucht. Team, das ist Terry. Terry, die Schildkröte. Hi. Hey, ich erinnere mich an eine Schildkröte, als wir damals Perry bekommen haben. Das muss Agent T gewesen sein. Warum konnte er sich nicht was Niedlicheres aussuchen? Zum Beispiel ein Kaninchen. Du hättest Agent Kuschelknuddel werden können. Ja. Ich habe mit seinem Vorgesetzten gesprochen und Agent T hat sich bereit erklärt, uns zu begleiten, wenn wir ihm dabei helfen, Danville Wackelpudding frei zu machen. Okay, jetzt weiß ich aber wirklich, was wir heute tun werden. Wir werden Danville von dieser Gelatineflut befreien. Zunächst solltet ihr euch alle eure Jetpacks greifen. Wir müssen schnell ab in den Himmel. Ich hoffe, dieser Tag geht schnell vorbei. Wir sollten die Zivilisten bei dieser Mission doch besser raushalten. Geht völlig in Ordnung. Deine OOCA-Jetpacks sind auf dem neuesten Stand der Raketenstuhltechnik. Dein wichtigstes Gadget ist der Blaster. Der Blaster hat unbegrenzte Munition. Du musst nicht schüchtern sein. Besiege deine Gegner, um elektronische Bauteile und Sammelobjekte zu erhalten. Okay, dann kann der Spaß auch schon weitergehen. Wenn die Gegner übermächtig werden, schieß eine Feuerwerksrakete ab. Das machen wir. Agent P und Agent T sind unterwegs. Oder nennen wir ihn einfach der komische Schildkrötenmann? Wie auch immer. Unsere zwei Agenten sind auf einer besonderen Mission. Der Teamangriffsbalken ist voll. Dieses Gadget ist eine Rettung in letzter Not. Danke für den Tipp. Um es zu nutzen, verbünde dich mit deinem Teamkollegen und feuere es ab. Das werden wir, wenn wir einen Notfall haben. Aber noch sieht alles gut aus. Wir müssen nur vorsichtig sein. Es scheint eine große Invasion zu sein. So viele Gegner auf einem Haufen. Das ist unglaublich. Okay, aber wir machen das echt gut, muss ich sagen. Wow, Vorsicht! Alles in Ordnung? Noch haben wir genug Orangensaft in unseren Jetpacks. Wenn du Gegner besiegst, steigt dein Munitionszähler. Wenn der Balken gefüllt ist, bekommst du eine neue Feuerwerksrakete. Alles klar. Darauf werden wir achten. Okay. Wir müssen also die Welt vor diesem Glibber befreien. Aber das ist gar nicht mal so einfach. Der Teamangriff ist äußerst wirksam, aber ihr müsst zusammenarbeiten. Das werden wir. Und es hat auch gut funktioniert. Wir konnten die Gegner in kürzester Zeit klein hauen. Klasse, so muss das aussehen. Wow, überall so viele Aliens. Ganz komische Welt. Und ich habe 9 Raketen für den Notfall. Agent T hat 7. Oh, die scheinen ein wenig stärker zu sein. Probiere den Teamangriff aus. Das haben wir doch bereits. Wir wissen doch, wie das funktioniert. Okay, fliegen wir weiter durch die Großstadt. Oh, Vorsicht! Okay. Weitere Aliens. Und die mit dem Schutzschild scheinen sehr gefährlich zu sein. Wir müssen aufpassen, Kinder. Die kriegen uns nicht. Dafür werde ich sorgen. Okay, immer schön weiterfliegen. Nur keine Müdigkeit vorschützen. Oh nein, Vorsicht! So viele auf einem Haufen. Wow! Hui, das ging noch mal gut. Bald müssen wir es geschafft haben. Noch mehr von diesen Schutzschildmonstern. Wow, und eine ganze Reihe voller Aliens. Passt auf euch auf... Wow, passt auf euch auf, schnell. Klasse.
Und wir sind zurück in der Kanalisation. Von hier aus müssen wir irgendwie das nächste Portal finden. Perry und Phineas werden schon einen Weg finden. Hoppla! Gerade haben wir wohl nicht diese kleine Lücke in der Rutsche gesehen. Diesmal springen wir aber. Sehr gut! Geschafft! Okay, hier muss es irgendwo weitergehen. Mal gucken, was das ist. Moment mal! Ganz viele Glibbermonster! Sie kommen aus den Wänden! Oh nein, Vorsicht! Schüttelt den Wackelpudding ab, Jungs! Das werden wir! Genau, nicht die Notfalldrehung vergessen! Schnell, Phineas, du musst schießen! Okay, und jetzt? Da ist eine Münze. Cool, eine neue Mod. Das ist die Hochdruckmod. Sie gibt dem Carbonator mehr Reichweite. Oh, klasse. Eine größere Reichweite für unseren Orangensaftwerfer. Oder Pistole, wie auch immer. Oh, ganz viele Glibbermonster. Probieren wir unsere verschiedenen Gadgets aus. Aber ich muss sagen, die stärkste Waffe ist immer noch unser Baseballwerfer. Sieht aus, als ob wir noch mehr Teile finden müssen, um dieses Laserpuzzle zu lösen. Anscheinend. Okay. Machen wir das Stück für Stück. Mal gucken. Ha. Das ist also unsere Orangenwaffe. Aber die können wir hier anscheinend noch nicht verwenden. Springen wir erstmal weiter. Wir können diese Wackelpuddingwand mit unserem Carbonator auflösen. Hey, klasse. Wir sollten uns erstmal umsehen. Anscheinend funktioniert das aber nur bei blauen Wackelpudding, nicht bei grünen. Grün sind dafür dazu da, dass wir auf ihnen springen können, wie auf einem Trampolin. Oh, da vorne. Wechseln wir schnell die Waffe. Genau. Mit unserem Baseball-Wow. Das war aber ein riskanter Flug. Mit dem Baseballwerfer klappt das aber wunderbar. Okay, nehmen wir das Puzzleteilchen mit. Und Sprung. Zack, die Münze gehört uns und raus hier. So, dann kommt das Teil dahin. Perfekt. Das wäre das Erste. Aber wir müssen noch irgendwie den Strom von der roten Wand umleiten. Aber wo könnte sich das Teil befinden? Was meint ihr, Kinder? Hey, vielleicht da drüben. Schaut euch mal diese Statue an. Habt ihr den Kopf der Statue gesehen? Oh, Vorsicht! Glibbermonster sind wieder auf dem Weg. Schnell, Phineas! Schnell, Perry! Den müssen wir jetzt kurz und klein hauen. Sehr gut gemacht. Oh, oh. Hey, er hat das Teil. Phineas, befrei dich. Vorsicht! Hui, geschafft! Okay, oh, Moment mal. Was ist da? Okay, erstmal nehmen wir dieses Teil hier mit. Und mal gucken, wo wir da jetzt hinkommen. Ah, zu der Goldmünze. Verstehe. Geht's da noch weiter? Nein. Okay, dann erstmal wieder zurück. Phineas, komm! Er scheint das Poster zu beobachten. Puh, das war knapp. Gut, dass wir diese automatischen Transportgurte eingebaut haben. Das stimmt, Phineas, aber was machst du da hinten bei dem Poster? Naja, gut, wie du magst. Daran hat's gelegen. Perfekt, wir können weiter. Manchmal möchte man die Spielfigur, die man steuert, wechseln. Wir können das einrichten. Ah, okay, das ist gut zu wissen. Oh, hoppla. Sind wir versehentlich zurückgelaufen. Jetzt starre ich also Phineas. Okay, gut. So. Anscheinend müssen wir jetzt hier durch den grünen Fluss.
passen wir also gut auf. Wow! Phineas, pass auf! Fall bloß nicht herunter! Sehr gut! Gute Taktik! Oh nein, Vorsicht! Glibbrige Monster! Klasse! Mit einem normalen Sprung können wir diesen Schalter nicht erreichen. Suche nach etwas, das federt. Hm. Wie wär's mit grünem Wackelpudding? Es fehlt nur noch die richtige Waffe. Genau, perfekt. Das schieben wir dahin. Und jetzt können wir drauf springen. Sehr gut, Ferb. Ich meine, Mr. Perry. Agent Perry? Wie auch immer. Hey, was ist das denn? Eine Figur. Perry kontra Götterspeise. Weißt du, ich wette, wir können in diese Wackelpuddingwand springen und hindurchschwimmen. Hey, das klingt interessant. Aber lass uns erstmal schauen, was wir hier machen können. Hm. Hier kommen wir wohl erstmal nicht weiter. Okay, auf geht's zum Wackelpudding. Schwimmen wir hindurch. Oh, weia. Wie lange er wohl die Luft darin anhalten kann. Ich dachte gerade, dass da etwas auf uns zukommt. Aber anscheinend sah es nur so aus. Was macht Phineas da unten? Ach, da ist er ja. Wie bist du hier hochgekommen? Naja, wie auch immer. Wir sind vorsichtig, keine Sorge, wir laufen ganz langsam. Schneller können wir auch nicht laufen. Das klebt an den Füßen. Okay, das nehmen wir mit. Vorsichtig zurück. Werfen wir das einfach da in das Loch. Klasse. Das machen wir mit den anderen jetzt auch. Und da oben ist noch eine Goldmedaille. Könnt ihr das sehen, Kinder? Vielleicht sollten wir uns das auch holen, wenn wir können. Aber erstmal müssen wir vorsichtig zurück. Genau, perfekt. Leider haben wir die erste verpasst. Naja, ist nicht schlimm. Okay, Wackelpudding Nummer 2. Sehr schön. Kommt zusammengepresst. Als Rechteck unten an. Ein Stückchen haben wir aber noch. Und das übernimmt Phineas. Falsche Waffe. Wir brauchen den Strahler. Den Transportierstrahler. Genau, jetzt hast du ihn. Und rein damit. Das letzte Teil scheint stecken geblieben zu sein. Wie wär's mit einem hilfreichen Hüpfer? Perfekt. Okay, jetzt mal überlegen, was machen wir als nächstes? Erstmal wechseln wir die Waffe. Ah, verstehe. Okay. Aber sollen wir alle nach oben befördern? Und kommen wir... Moment. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Probieren wir unsere verschiedenen Gadgets aus. Schwimmen wir erstmal hindurch. Vielleicht können wir von der oberen Plattform auf die neu erstellten Plattform mit dem grünen Wackelpudding springen. Aber ob das funktionieren wird? Naja, mal sehen. Jetzt müssen wir hier vorsichtig runter, richtig? Oder wir können vielleicht sogar von dort aus herunter. Mal gucken. Oh nein, anscheinend nicht. Das ist so vom Spiel nicht hervorgesehen. Okay, dann müssen wir erst einmal zurück. Aber das ist nicht schlimm. Dann springen wir hier hindurch. Das heißt, wir müssen ein wenig Orangensaft wieder ablassen. Richtig, Kinder? Okay. Aber wie machen wir das? Okay, verstehe. Diese Plattformen zu einer Treppe, sodass du hoch zum Sims gelangst. Genau, das hatten wir jetzt auch vor. So, das muss so groß sein.
und das muss ganz nach unten. Genau, los geht's. Geschafft, Kinder. Klasse. Das ist gar nicht gut. Oh nein. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Ganz viele Glibbermonster. Gelatine, Flussgelatine, Berggelatine, Monstergelatine, Gelatine, Gelatine. Mir reicht's. Mir auch, Candace. Überall Gelatinemonster. Glibbrig ohne Ende. Viele Geschmacksrichtungen haben sie auch nicht. Anscheinend nicht. Aber wir machen das doch ganz gut. Oh weia. Die scheinen aber groß zu sein. Schnell, Phineas. Schnell, Perry. Die bekommt ihr doch, oder? Perfekt. Die Rutscherei war ja ganz lustig, aber dieses Gelatine-Zeugs ist echt eklig. Da gebe ich dir recht. Wir müssen uns jetzt konzentrieren. Gleich müssen wir es geschafft haben. Noch mehr von den Gelatin-Monster. Glibber, glibber, glibber. Geschafft. Perfekt. Und raus hier zu Candace. Okay, lasst uns den Korken rausziehen und das Geglibber beseitigen. In der südlichen Hemisphäre würde die Gelatine gegen den Uhrzeigersinn abfließen. In welcher Richtung fließt sie hier ab? Auch gegen den Uhrzeigersinn. Perfektes Timing. Die Energiezellen, die ihr gesammelt habt, sind geladen. Du kannst den andere Dimensioninator verwenden. Juhu! Juhu! Und los geht's. Los geht's. In eine neue Dimension. Wo sind wir denn jetzt? Jetzt habe ich dich mit meinem anderen dimensionalen Einfanginator eingefangen. Meine Normbotter werden in Kürze hier sein, um dich ab... Das ist die Schwergewichtsmod. So kann der Antigravitationsstrahler größere Feinde hochheben. Hey, klasse. Super praktisch. Nun, das klingt nicht so gut. Bauen wir diese Wassergeschütztürme auf, um sie besser zu bekämpfen. Okay, warum nicht? Also gut. Jetzt sind wir in der Luftballondimension. Sobald der Turm an der richtigen Stelle ist, bauen wir ihn fertig. Okay, wo positionieren wir am besten die Türme? Hier vielleicht. So, den bauen wir zusammen. Und den natürlich auch. Und dann können die Gegner von mir aus sehr gerne kommen. Da kommen sie. Los geht's! Klasse! Oh, Vorsicht! Jungs, lasst euch nicht treffen! Harry, pass auf dich auf! Und du auch, Ferb. Mit den Wasserpistolen können wir das schaffen. Die Wasserwerfer sind ziemlich stark, wie ich finde. Oder, Kinder? Klasse. Weiter so. Wir haben es bald geschafft. Volle Kanone. Volles Rohr. Ich glaube, das ist jetzt der letzte. Klasse, wir haben es geschafft. Weiter. Okay, bauen wir neue Türme. Da ist eine Goldmedaille. Die holen wir uns jetzt auch gleich. Genau, gut gemacht, Ferb. Okay, weg mit den Luftballons. Und jetzt schnappen wir uns die Wassertürme. Gibt es hier sonst noch etwas zu entdecken? Okay, dann wird positioniert. Einer kommt dahin. Lasst uns alle Türme aufbauen. Und einer kommt hierhin. Und aufbauen. Los geht's! Schießen wir sie kurz und klein. Die komischen Roboter aus der anderen Dimension. So schnell kommt ihr nicht an uns vorbei. Wir sind bereit, Phineas. Nur Mut. Und weitermachen. Vorsicht. Nicht, dass sie uns umzingeln. Fertig, Fa? Und sowas von fertig. Junge, ich
Ich könnte einen guten Schluck Limonade gebrauchen. Geschafft, Kinder! Hui! Da ist ein Luftballonauto zerplatzt und wir können hindurch. Klasse! Die Chance dürfen wir uns nicht entgehen lassen und direkt eine neue Goldmünze. Holen wir sie uns. Und weitere Gegner. Aber auch hier haben wir Wasserwerfer zur Verfügung. Die sollten wir natürlich gleich einsetzen. Eins kommt direkt hier hin. Können wir aufbauen. Und wir haben diesmal sogar drei zur Verfügung. Dafür aber auch ein sehr breites Feld mit vielen Dimensionslöchern. Lasst uns alle Türme aufbauen. Dass jetzt eine ganze Menge Gegner auf uns zukommen. Und aufbauen. Klasse, wir sind bereit. Schießen wir los. Ihr bekommt uns nicht. Orangensaft-Power. Kommt doch her, wenn ihr euch traut. Perry und Ferb werden euch zeigen, wer hier der Boss ist. Sehr gut. Das macht ihr klasse. Na, gebt ihr auf, komische Roboter? Oder wollt ihr noch mehr? Das könnt ihr gerne haben. Und nimm das! Gute Arbeit! Sieht so aus, als ob du aus dem Gröbsten raus wärst. Das ist eigenartig. Sieht so aus, als ob sich die Energie, die du hier brauchst, etwa 90 Meter über dir in der Luft befindet. Kein Problem, Baljeet. Wir kriegen das hin. Genau. Ich verstehe nicht, warum Ballons ein ideales Baumaterial sein sollten. Wer weiß? Und weiter geht es, Kinder. Jetzt sind wir in der Luftballonwelt. Wie auch schon in der letzten Folge. Heute mit den Agenten Perry und Schildkrötenmann. Okay. Willkommen im Land der Ballons. Oh. Die anderen Bewohner sind bei weitem nicht so freundlich. Okay. Oh sicher, in dieser anderen Dimension sind wir beste Freunde. Du und ich. Ich glaube nicht, dass wir in einer anderen Dimension ein solches Niveau hätten. Hallo? Autsch, ich bin hier. Weißt du, in dieser Dimension hast du dich auch verändert. Lauf, ich meine, spring. Schnell, beeilen wir uns. Die Igel wollen die Luftballons kaputt machen. Geschafft. Muss es in jeder Dimension, die wir besuchen, etwas geben, das uns fressen will? Tut mir leid, Candace. Diese Stachelschweine sehen nicht allzu freundlich aus. Geht schon mal weiter. Ich bleibe einfach hier und, ich weiß nicht, übe mich im Ballontier basteln. Ach so, das sind Stachelschweine. Ich dachte, das wären Igel. Aber gut. Beide Tiere besitzen Stacheln. Passen wir also gut auf. Okay, wow. Schnell weiter, bevor der Luftballon kaputt geht. Vorsicht auf diesen Plattformen, sie federn etwas stärker als die übrigen. Oh, das stimmt. Und drüben. Oh. Vorsicht, Stachelschweine. Guter Schuss, Agent P. Der war absolut einzigartig. Dankeschön. Okay, Schildkrötenmann, Vorsicht. Aus dem Dimensionstor kommen viele Roboter. Ein neuer Feind. Möchte jemand umarmt werden? Nein, danke. Wir brauchen keine Umarmung. Okay, das haben wir alles eingesammelt. Wir können eigentlich sofort weiter. Warten wir, bis die Plattform wieder herunterkommt. Sehr gut. Wow, super hüpfig. Ja, aber ob hüpfig ein Wort ist? Naja, wie auch immer. Oh nein! Na hoppala, leider sind wir abgestürzt. Aber nicht so schlimm. Super hüpfig. Oh, tut mir leid, Kinder. Gar nicht mal so einfach in der Perspektive, trotzdem. Wow, super hüpfig. Trotzdem im dreidimensionalen Raum sich zu bewegen. Da ist es wichtig, dass wir auf den Schatten achten. Der Schatten auf dem Luftballon. Okay, wir haben es fast geschafft. Jetzt müssen wir uns konzentrieren. Wir sind gleich drüben.
Klasse! Vorsicht! Wasserballons, die von oben herunterkommen. Ergibt es doch Sinn. Das war's mit dem Regen. Oh oh, Vorsicht! Schnell, wir sammeln die Perlen weiter ein und versuchen weiterzukommen. Die Luftballonwelt scheint ziemlich verrückt zu sein. Vor allem der Hintergrund. Er ist zwar wunderschön, aber er könnte auch jederzeit platzen, habe ich so das Gefühl. Hey, seit wann buddeln Stachelschweine? Sie sollten sich eigentlich nicht durch Ballons buddeln können. Gutes Argument. Das wäre mir auch neu. Was war denn das? Jetzt müssen wir erstmal die vielen Roboter... Da kommen aber viele. Perry, ist alles in Ordnung? Schaffst du das? Da kommen so viele Roboter. Und da sind auch noch so viele Stachelschweine. Oh weia. Geschafft. Wo scheint es jetzt hier weiterzugehen? Lass uns kurz die Perlen einsammeln. Sehr gut. Sieht aus, als ob wir eine Ballonfahrt machen werden. Genau. Da stand eine ziemlich verrückte Ballonfahrt zu... Wow. Wirklich oben zu bleiben. Es kommen immer noch mehr Ballons. Das machen wir. Wir müssen aufpassen. Die Stachelschweine wollen unsere Ballons zerstören. Und da kommen noch weitere Ballons. Längliche Ballons, die Hindernisse auf unserem Weg sind. Wir müssen gut aufpassen. Und versuchen, die Stachelschweine aus dem Weg zu räumen. Vorsicht! Wow! Der Schuss war nicht schlecht. Okay, sehr gut. Schildkrötenmann, da ist eine Münze. Gut gemacht. Wir haben alle in der Luftballonwelt. Okay, wir haben es bald geschafft. Bald sind wir drüben. Bitte nicht kaputt machen. Hui, Glück gehabt. Wow. Na, der Ballon hält aber lange durch. Bleiben wir lieber auf diesem Ballon. Okay, nur noch wenige Meter. Wir sind gleich drüben. Sehr gut. Wow. Jetzt aber. Klasse. Weitere Dimensionstore mit ganz vielen Gegnern. Passt auf euch auf, Agent T und Agent P. Zeig mir deine Papiere oder du wirst zerstört. Niemals. Lasst uns in Ruhe. Wir haben euch nichts getan. Wir wollen nur zurück in unsere Welt. Und natürlich auch die Gelatine aus den Welten entfernen. Geschafft. Es ist mal wieder Zeit zum Abheben. Mach dich bereit. Okay, wir sind bereit. Heute ziehe ich meine Runden. Juhu! Macht das nicht Spaß? Das macht super viel Spaß. Wieder eine Luftpassage für uns. Und auch hier sind wieder ganz viele Roboter auf dem Weg. Ich heiße Norm. Norm? Was meinst du damit? Jedenfalls wollte ich sagen, dass hier ganz viele Gegner versuchen, uns aufzuhalten. Und zack, sind die Luftballons weg. Das war aber ein großes Schnabeltier. Hey, ich muss sagen, dass die Luftballons wirklich lustig aussehen. Luftballons sind was wirklich Schönes. Findet ihr nicht auch, Kinder? Spielt ihr auch manchmal das Spiel mit euren Geschwistern oder Freunden? Ihr kennt das bestimmt. Der Luftballon darf nicht den Boden berühren, sonst hat man verloren. Wenn ihr mal wieder einen Luftballon bekommt oder habt, dann solltet ihr das Spiel unbedingt mal spielen. Das macht super viel Spaß und ist echt lustig. So, haben wir euch. Vorerst keine Gegner. Da kommen schon die nächsten. Die schnappen wir uns. Wenn wir so weitermachen, sollten die natürlich keine Chance gegen uns haben. Das machen wir prima. Und zack, die ganze Reihe erwischt. Sehr, sehr gut. Okay. Was kommt jetzt?
Hier kommen noch ein paar. Oh weia. Es werden immer mehr. Phineas, Ferb, beeilt euch. Sehr gut, der Powerstrahler. Gute Wahl und schön eingesetzt von euch. Eine ganze Reihe voller Aliens. Hey, da kommt ein Katzenballon. Der ist ja putzig. Aber wir müssen uns trotzdem auf diese einäugigen Aliens konzentrieren. Geschafft, Kinder. Lass uns durch die Ringe fliegen. Sehr schön. Und jetzt unter das Schnabeltier. Das sind wieder Luftballons. Und zack, fliegen sie davon. Das sieht lustig aus. Sehr schön. Mit dem orangen Jetpack quer durch die Luftballonwelt. Kinder, ich muss euch sagen, dass das wirklich viel Spaß macht. Schade, dass es sowas nicht in Wirklichkeit gibt. Hey, eine neue Figur. Heute ziehe ich meine Runden. Und weiter geht's. Da kommen noch mehr. Oh weia. Wo? Ich sehe sie nicht. Sieht aus wie ein neues Design. Hey, was ist das denn? Nehmen wir unsere Powerfähigkeit. Genau. Perfekt. So kriegen wir alles kurz und klein. Sehr schön. Sehr gut. Hier sind auch noch ein paar. Und da. Kinder, wir haben es geschafft. Okay, jetzt sind wir hier gelandet. Und hier geht es jetzt auch weiter. Also gut. Wo müssen wir jetzt hin? Was hat dieser Normbotter vor? Hey. Lauf, Bienen! Oh nein, Bienen sind unterwegs. Eine Biene, wäre ich auch sauer. Ein Bienenstock voller Bienen. Und die Bienen zerstören die Luftballons. Schnell weg. Das ist ein Wettlauf gegen die Bienen. Schnell. Ferb. Du musst uns helfen. Phineas und Agent P sind in Gefahr. Hui. Schnell. Jeder Sprung muss jetzt sitzen. Wir dürfen keinen Fehler machen. Schnell, Perry. Das schaffst du. Geschafft. Klasse. Okay, wo sind wir denn jetzt gelandet? Ein kleines Luftballonnest, so scheint es. Schacht hoch. Hey Leute, habt gehört, ihr braucht ein paar Klettersachen. Dürfte ich ein Gadget empfehlen? Den Ninja-Wand-Kletterhandschuh. Wir können auch noch einige Verbesserungen hinzufügen. Super Idee, Isabella. Echt? Danke, Phineas. Moment mal, warum werde ich bloß rot? Wir sollten uns besser aufteilen. Das machen wir. Okay. Phineas ist auf der linken Seite, während Agent P, oder auch Perry genannt, auf der rechten Seite ist. Zusammen werden sie die Zusammen werden sie die nötigen Teile finden und damit ein neues Gadget bauen können. Eine neue Waffe. Oh, die Roboter sind ziemlich stark. Sehr gut. Der Plan ist komplett. Lasst uns bauen. Du hast alle Teile. Jetzt geh hinüber zum Plan und mache deine Erfindung fertig. Das machen wir. Okay, wo treffen wir uns? Mal sehen. Wo ist der Plan versteckt? Okay, erstmal sollten wir das Tor öffnen, damit Phineas auch wieder zurückkommt. Genau. Da sind wir auch schon wieder versammelt. Und da ist der Plan. Los geht's. Lasst uns bauen. Ein bisschen hier und da und dort. Der Ninja-Handschuh klebt an bestimmten Wänden. Probiert ihn jetzt an der Wand dieses hohen Schachtes aus.
Hey, sehr gut. An die nächste Wand. Das war ein sogenannter Wandsprung. Das haben wir sehr gut gemacht, Kinder. Okay, weiter geht der Spaß. Vorsicht, noch mehr Roboter. Nicht mit uns. Lasst uns hier durch. Schaut mal, ein Stromnetz. Wahrscheinlich müssen wir auch hier wieder den Strom umleiten. Aber das kriegen wir hin. Was ist hier drin? Okay, also gut. Tauschen wir erst einmal die Waffe. Genau, das rote? Nein, stopp. Da nicht. Das kommt auf jeden Fall dahin. Das stimmt. Aber das rote muss da nach oben. Genau, jetzt stimmt's. Wir können nicht allzu lange auf diesem Ballon stehen bleiben. Oh, das wird wieder gefährlich. Einfach, weil die Passage wieder in dreidimensionalen stattfindet. Das heißt, wir können nicht nur nach rechts lenken, sondern müssen auch darauf achten, dass wir nicht nach oben oder nach unten drücken. So bekommt der Schuss mit dem Antigravitationsstrahler mehr Energie. Sehr gut. Mehr Energie für den Strahler. Praktisch für unser zukünftiges Abenteuer. Okay, vorsichtig rüberspringen. Sehr gut. Schnappen wir uns die Goldmünze. Perfekt. Jetzt müssen wir da hoch. Okay, klasse. So, was gibt es hier zu entdecken? Ganz viele Roboter. Jungs, lasst euch nicht unterkriegen. Die bekommen euch nicht. Sehr gut gemacht. Oh nein. Hä? Der Baseballwerfer. Cool, unser Gadget wurde aufgemotzt. Jetzt können wir Effektchips installieren. Effektchips? Das klingt wirklich sehr interessant. Hui, die Stachelschweine konnten wir gerade noch außer Gefecht setzen. Weiter geht's. Auf dem riesigen Kissen. Ein Luftballonkissen. Hey, Phineas, kommst du rüber? Phineas! Was ist denn los mit dir? Komm, wir müssen jetzt darüber. Phineas! Was ist denn los mit ihm? Hey! Ui, knapp. So einfach kommen wir nicht rüber. Phineas, du musst jetzt zu mir auf die Plattform kommen. Was ist denn los mit dir? Du wirkst ja wie versteinert. Endlich! Es kann losgehen. Oh nein, Stachelschweine, schnell! Die dürfen nicht unsere Plattform hier kaputt machen. Sonst haben wir ein großes Problem. Okay, schnell außer Gefecht setzen. Schickt sie schlafen. Schaut euch mal dieses Meer voller Luftballons an. Ist das nicht wunderschön? Ein Meer orangener Luftballons. Und seht mal im Hintergrund, da steigen Luftballons auf, in verschiedenen Farben. Doch dadurch, dass sie sich so weit im Hintergrund befinden, können wir nur die Silhouetten erkennen. Eine Silhouette ist ein Umriss und die Form eines Gegenstandes. Okay, wir kommen gut voran. Aber der Weg scheint noch ziemlich weit zu sein. Aber wenn wir so weiterschießen, sollte uns gar nichts passieren. Und immerhin fehlt uns noch eine Goldmünze. Die muss hier auch irgendwo sein. Hey, 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 Stachelschwein. Nicht mit uns, ja? Und noch mehr. Wo kommen die bloß alle her? Wohnen die etwa auf den Luftballons? Was meint ihr, Kinder? Woher kommen diese Stachelschweine? Wenn ihr möchtet, könnt ihr mir das gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich freue mich darauf. Oh weia, das hört ja schon gar nicht mehr auf.
Es sind so viele. Oh weia. Jeder Schuss ist wichtig. Lasst uns bloß in Ruhe. Da ist die letzte Goldmünze. Die schnappen wir uns. Phineas, hol sie dir. Sehr gut. Wir haben alle Luftballons, beziehungsweise ich meine, alle Goldmünzen in der Luftballonwelt. Aber noch immer sind wir nicht am Ziel. Ich frage mich, wie lang diese Flugpassage noch sein mag. Ist das da vorne schon Land? Ja! Klasse! Kinder, wir haben es gleich geschafft. Sehr gut, wir können weiter. Das machen wir auch noch kurz und klein. Und wir haben die Welt so gut wie geschafft. Kinder, jetzt noch schnell darüber. Los geht's! Das war's auch schon mit dieser Folge von Phineas und Ferb. Um die nächste Folge anzuschauen, klicke einfach auf das Video. Auch in der Videobeschreibung findest du einen Link zur nächsten Folge. Ach ja, wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, klicke auf Abonnieren. Tschüss!